Hallöchen. Wenn ihr euch wundert, warum es schon so duster ist, erstmal bin ich im Schatten des Berges, aber in 2 Stunden ist auch schon Sonnenuntergang. Ich hatte aber gesehen, wo ich mir meinen Platz für die Nacht hier mehr oder weniger rausgesucht habe, dass hier entlang des Flusses, wo ich jetzt auch sehr schön stehe, man könnte sagen Stellplatz mit fließend Wasser, noch dieser schöne Radweg hier ist. Und da dachte ich mir, warum nicht? Drehst du noch eine Runde, nimmst die treuen Zuschauer mit, wo ich jedes Mal wieder dankbar darüber bin, dass sich so viele, oder für meine Verhältnisse, viele Leute auch melden per E-Mail und in den Kommentaren. Das ist echt toll, dass ihr da ja auch Spaß dran habt, euch meine Videos anzuschauen. Freue ich mich echt jedes Mal drüber. Ich hoffe aber auch, dass ich euch dann so wie hier jetzt da hinten zum Beispiel die Berge, ja, betreten ja Kläranlage verboten. Na gut, Kläranlage möchte ich auch nicht. Da stoppe ich mal kurz, zoome mal kurz. Da hinten ist das herrliche Panorama für euch, weil ich sehe es ja so. Und würde dann erstmal rechts neben der Kläranlage herfahren. Ist witzig, das hier ist die Kläranlage. Jetzt fahre ich natürlich außen rum und nicht gerade nebenher. Naja, hätte man sich vielleicht auch sparen können. Weil ob jetzt da lang oder da lang, nimmt sich eigentlich nichts. Ich bin trotzdem nur 3 Meter von der Kläranlage weg. Naja. Auf jeden Fall habe ich eigentlich gar keine Idee, wo ich hier hinfahre, sondern nur fahre des Fahrens wegen. Weil wenn ich abends immer so viel lese, werde ich immer so schnell müde. Und um 20 Uhr schlafen will man ja eigentlich auch noch nicht. Deswegen dachte ich mir, dieser Weg, der sah so gut ausgebaut aus, den kann man auch im Dunkeln zur Not zurückfahren. Ich leg los und versuche das Beste nochmal draus zu machen. Und wer weiß, was man noch so entdeckt. Ist ja oft so. Ja, hier geht es jetzt über die Brücke und da stand ein Schild Richtung Vilstirol. Und das sind nur 6 Kilometer, glaube ich. Das ist doch nochmal ein Plan. Da geht der Weg, wie eine Bekannte immer sagt, an diesen Wollschweinen vorbei. Und schön geteert. Da stand Forstweg auf dem Schild. Und auf der anderen Seite, an der Hauptstraße entlang, geht ein Radweg, der kürzer ist. Aber wenn man Hauptstraße hat oder dieses hier, ist ja klar, was man wählt. Aber auch links von mir sind schöne Felsformationen. Ich zeige ja immer nur rechts diese riesigen im Schnee. Natürlich sind die anderen ja auch nicht zu verachten. Und so sehen die Felsen aus, die ich sonst eigentlich weniger beachtet habe hier. Mit dem Sonnenschein da oben natürlich nochmal eine Haunummer besser. Das Schöne ist, es ist eine relativ ebene Fläche. Jetzt die letzten beiden Touren ging es ja doch teilweise so steil bergauf, dass ich schieben musste. Aber diesmal habe ich Glück. Ach, habe ich sowieso, dass ich das hier alles machen kann. Muss man ja einfach mal sagen. Viele denken, dass das selbstverständlich ist. Und das ist es definitiv nicht. Da oben ist ein Segelflieger oder ein kleiner Motorflieger. Mal schauen, ob man den noch mal sieht. Der war ganz nah an dem Felsen. Ja, da ist er. Nicht schlecht. Ihr merkt schon, ich habe Sabbelwasser getrunken. Liegt vielleicht daran, dass ich heute Nachmittag fast eine Dreiviertelstunde geschlafen habe. Weil ich davor, ja, 7 Stunden unterwegs war fast. Nicht nur zum Filmen, sondern auch so ein bisschen zum Laufen und.
Ach, und hier am Wegesrand eine kleine Kapelle. Das ist auch immer schön. Und dort oben seht ihr ja den Riesenfelsen. Und ein kleines Stück rechts unterhalb, jetzt müsste man es schon erkennen, genau, ist eine Hütte. Bestimmt auch da interessant zu wohnen. Ah, und diese kleine Kapelle mit dem grüßenden Mann. Dann gehe ich natürlich auch mal rein, beziehungsweise filme rein. Der gute Hirte, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Faden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Psalm 23. Wie gesagt, beim Thema Religion denke ich mir, jeder kann denken und glauben, was er will, solange er damit anderen nicht schadet. Ein sehr schönes Kapellchen. Ja, ich sabbel einfach mal weiter. Das sind hier so schöne Weiden und selbst die Kühe da hinten laufen frei in diesem Bereich. Oder mehr oder weniger frei. Ne? Irgendwo ist natürlich immer so ein Drängelgitter, wo die nicht raus können. Aber ich denke mal, dass die sich hier ganz wohl fühlen werden. Ansonsten herrlich durch die Täler. Gelegentlich kommen ja auch noch ein paar Wanderer. Aber ansonsten ist das Einzige das Klappern von meinem Schutzblech ab und zu. Und das Klingen der Kuhglocken. Von dieser Seite sehe ich gerade, dass da oben bei der Hütte, die ich euch vorhin gezeigt habe, auch die Ruine ist. Die Ruine habe ich tatsächlich für morgen bei mir auf dem Plan stehen. Ich denke mal, dass das auch klasse wird. Also für euch dann natürlich immer wieder im Video später. Was hier auch am Wegesrand ganz oft zu sehen war, und jetzt habe ich es frühzeitig gesehen, dass ich es auch mal zeigen kann, sind hier die Spuren der Biber, die ja in dem Gebiet hier eigentlich ganz gerne gesehen werden. Zwecks Moorerhaltung und. Aber ganz schön fleißig, die Kerlchen. Da steht gerade eine interessante Hinweistafel, der keltische Baumkreis. Wie für viele Völker waren auch für die Kelten die Bäume von besonderer Bedeutung. Sie teilten das Jahr in 39 Abschnitte, denen wiederum 22 Baumarten zugeordnet wurden. Der Filzer Baumlehrpfad soll die Kenntnisse über heimische Bäume auf spielerische Art vertiefen. Im Baumkreis werden menschliche Eigenschaften beschrieben, ein Zusammenhang zwischen Baumart und menschlichen Charakterzügen ist allerdings nicht erwiesen. Ja, der Rest ist nicht ganz so wild. Und hier unten ist aber nochmal schön gezeigt, das Labyrinth vor dem Vorbild des Labyrinths vor der Kathedrale von Chartres aus dem 12. Jahrhundert. Es ist kein Irrweg, sondern führt den Besucher auf sehr verschwungenem Weg, auf sehr verschlungenem Weg in das Zentrum, sinnbildhaft für den Lebensweg, der ebenfalls selten den Menschen direkt zu seinem Ziel leitet. Klasse Sache. Sollte ich mal reingucken. Und hier geht es rein und selbst das Wasser wirkt schon mystisch durch diesen Farbton. Ich weiß nicht, Keltik und so, das verbinde ich immer mit dem Mystischen. So, dann schauen wir doch mal, was steht denn bei dem Apfelbaum? Lieben, also der Apfelbaummensch, lieben und geliebt zu werden, ist sein höchstes Ziel. Er ist ein Mensch, der das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist, Verstand und Gefühl sucht und findet. Der Apfelbaummensch hat ein kindliches Gemüt sein Leben lang. Er ist ein Putz- und Saubermacher und auch sehr naturverbunden. Er lebt gern in den Tag hinein und denkt nicht an den Morgen. Alles dreht sich bei ihm um die Liebe bis ins hohe Alter. Er ist immer zu Flirts und Abenteuern bereit. Er ist ein zärtlicher Partner, der sein letztes Hemd hergibt. Das Leben des Apfelmenschen ist nie langweilig, sondern immer aufregend und interessant. Apfelbäume flirten gern. Leute, ich bin ein Apfelbaum. Unglaublich. Aber laut Geburtsdatum des keltischen Baumkreises nicht. Also ich habe jetzt hier noch so einige gelesen. Die Tanne, die Eibe, die Buche. Das ist eine unheimlich schöne Sache. Also ich kann euch nur nahelegen, googelt das einfach mal, diesen
keltischen Baumkreis. Super interessant und toll, wie das beschrieben ist. Ich werde hier noch einen Moment brauchen. Also dieser Bereich hier gehört jetzt zum Naturpark Tiroler Lech. Und das mit dem Baumpark oder keltischen Baumpark war super interessant und erschreckend, wie viele Parallelen man da erkennt, auch bei Menschen, die man kennt, wo das dann so vom Geburtszeitraum her passt. Ist wie mit Horoskopen, kann man wahrscheinlich viel reininterpretieren, aber irgendwie trotzdem merkwürdig. Und das ist das Schöne hier an diesen Gebirgsbächen. Das Wasser hat ja immer so eine super klare Qualität. Und dann, so wie hier, wo diese Stromschnellen sind, das schäumt so schön weiß. Das hat doch was. Ah. Ja, muss mich ein bisschen sputen. Ah, da oben ist auch eine Ruine. Sehe ich gerade. Ach, das müsste die von Filz sein. Die Burgruine Filz. Die wollte ich eigentlich mit einer Wanderung noch verbinden. Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin. Ach, mal sehen. Noch ist nicht duster. Von dort bin ich gekommen. Zur Ruine würde ich gerne noch. Ruine von Filz hier. Ist aber Wanderweg angegeben. Circa 50 Minuten über St. Anna. Das schaffe ich jetzt definitiv nicht mehr, weil ich denke, in 20 Minuten ist es dunkel. Und hier der Blick auf den Ort. Filz oder Vlies? Ich glaube Filz. Ich schaue gleich nochmal nach und sage euch das Richtige. Ist doch herrlich mit dieser... Ah, es gibt so eine Schokoladensorte mit so einer Ecke. Ich will es jetzt nicht erwähnen. Aber genau so sieht's aus. Also Filz, V-I-L-S heißt das Ganze hier. Der Ort und die Ruine. Und über dem Ort, auch schön zu sehen, schon die Rauchschwaden. Alle kräftig am Einheizen. Ich habe heute die Standheizung tatsächlich auch mit dem Timer mal eingestellt. Weil gestern bin ich ja erst abends rein. Um 19 Uhr oder so. Und dann war ja schon unter 0 Grad. Das hat ganz schön lange gedauert, bis es 16, 17 Grad hatte. Ich habe das Gefühl, die Standheizung erzeugt nicht mehr die Hitze richtig. Ich habe mal die Gebrauchsanweisung und so mit Fehlermeldungen. Ich werde mich da mal einlesen müssen und dann mal schauen. Man glaubt das gar nicht. Ich befinde mich jetzt doch auf dem Rückweg. Und der Wind, der so leicht ist nur, aber echt eisig. Also so ohne Handschuh. Man sieht so ein bisschen an der Hautfarbe, glaube ich. Es wird langsam doch frisch. Auch schön zu sehen hier an diesen Wasserläufen, die keine hohe Fließgeschwindigkeit haben. Sind echt permanent gefroren. Also je nachdem, wann ihr dieses Video seht, seid ihr schon voll im Wintermodus. Aber jetzt, wo ich sie drehe, ja eigentlich noch nicht. Was fällt euch auf? Naturschutzgebiet, siebensitziges Fahrzeug, Großfamilie mit Kindern. Eigentlich kann da was nicht passen. So, jetzt bin ich wieder hier Höhe, Ruine Feuerstein müsste das sein. Und wenn ich das mal so sehe, geht es da morgen doch ganz schön hoch. Bin ich mal gespannt, wie ich das so schaffe. Aber bisher wurde alles geschafft. Wenn auch auf dem Zahnfleisch manchmal.
Aber der Weg ist das Ziel, sage ich immer. Zeit ist relativ. So, ich stehe jetzt noch mal am Fluss und habe angehalten. Wenn das mit den Angaben im Internet und dem Sonnenuntergang passt, habe ich jetzt noch gute 15 Minuten, bis es dunkel wird. Und daher dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit, zeige euch nochmal das Traum auf der Rad, wo ich echt super mit zufrieden bin. Auch für die schnelle Runde mal eben. Hat schon fast Mountainbike-Qualitäten manchmal gezeigt, gerade bergab. Wenn da nicht gerade Wurzelpassagen waren, war das echt okay. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein ganz merkwürdiges Video wahrscheinlich. Aber ich hatte halt den Drang, nochmal rauszugehen, beziehungsweise rauszuradeln, um diese Sachen alle zu sehen. Und schaut euch das an im Zoom, auch wenn es jetzt alles ein bisschen wackelt und schnell ist wahrscheinlich. Aber wenn man solche Sachen vor Augen hat, da kann man nicht schon am frühen Nachmittag einfach nur rumsitzen. Und deswegen habe ich euch da nochmal mitgenommen. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Ich fand es super. Auch wenn es eine spezielle Runde war, irgendwie mehr oder weniger sinnfrei, was das Zeigen angeht. Aber trotzdem schöne Sachen. Macht's gut, euer Markus.